In letzter Zeit ist das Thema Staat verstärkt in den Medien vorhanden. Besonders im Zusammenhang mit den Staatsverweigerern oder auch Staatsleugnern. In Österreich ist man so alarmiert, dass man spezielle Gesetze basteln will, um einen Vorwand zu bekommen, gegen diese Menschen vorzugehen. Und da stellt sich die Frage, was ist ein Staat eigentlich? Was leugnet man denn da? Wie immer zuerst mal eine Definition. Nur Spaß, diesmal gibt es keine Definition, denn es existiert keine gültige. Ein völkerrechtlicher Staat ist etwas ganz anderes als einer, der nach soziologischen Gesichtspunkten existiert. Die Politikwissenschaften haben verschiedene Meinungen dazu, was ein Staat ist. Und wenn man jetzt sagt, die Verwirklichung der moralischen Ziele des Einzelnen und der Gesellschaft, dann ist das auch sicher eine schöne Definition, wo man sich sehr viel dahinter gedacht hat. Aber in vielen Fragestellungen ist die auch nicht hilfreich. Es gibt viele Menschen, die sagen, Staat und Religion ist dasselbe. Es gibt gute Gründe, das zu glauben, und diese These lässt sich durchaus gut verteidigen. Der Staat ist nichts anderes als eine kriminelle Vereinigung. Das lässt sich auch gut verteidigen. Bis man dann wieder zum Problem der Definition kommt, weil jeder Gegner dieser Thesen, der muss nur seine Lieblingsdefinition von Staat nehmen, und schon passen die vorher genannten Argumente und Thesen nicht mehr. Kurz gesagt, das Thema ist ein bisschen zu groß, als dass man es in ein paar Minuten Video endgültig erklären könnte. Aber man kann einige Gedanken formulieren und Ähnlichkeiten aufzeigen und sich dann vielleicht dem Thema annähern. Nehmen wir als konkretes Beispiel den Staat Republik Österreich und als Referenzbeispiel den Gott Allah. Was unterscheidet den Staat von dem Gott bzw. der Religion? Allah ist mir persönlich noch nicht in persona begegnet. Und genauso wenig ein Wesen Republik Österreich. Ich wage mich jetzt da mal weiter vor und behaupte, dass auch kein anderer jemals das Wesen Republik Österreich gesehen hat. Und auch die Berichte von Moslems, die Allah in persona begegnet sind, halten sich in Grenzen. Jetzt wissen wir aus der Physik, dass das noch kein Kriterium ist. Nur weil man etwas nicht sehen kann, bedeutet das ja nicht, dass es nicht existiert. Und wir wollen jetzt auch nicht in die Tiefenphilosophie abgleiten, wo dann die Existenz von allem bestritten werden kann. Ich begnüge mich jetzt in diesem Gedankenexperiment mit der Grundannahme, dass die Dinge, die man nicht wenigstens physikalisch messen oder nachweisen kann, dass diese Dinge auch nicht existieren. Zumindest in Bezug auf die Wirklichkeit. Die Existenz eines Gottes Allah wurde meines Wissens nach bislang noch nicht physikalisch nachgewiesen. Und wenn es um die reale Existenz der Republik Österreich geht, da müsste man wohl an irgendeine Staatsstelle gehen und dort einen physikalischen Existenznachweis für die Republik Österreich einfordern. Zum einen wüsste ich jetzt nicht, welche Stelle ich für eine derartige Anfrage angehen sollte. Zum anderen weiß ich auch nicht, ob ich dann nicht auf irgendeiner Überwachungsliste landen würde. Ich hoffe, man sieht es mir nach, dass ich da keine große Recherche gemacht habe. Ich gehe trotzdem davon aus, dass die physikalische Existenz einer Entität Republik Österreich nicht nachgewiesen wurde. Zumindest in dieser Hinsicht scheinen Allah und Republik Österreich keinen Unterschied aufzuweisen. Es gibt keine physikalische Nachweisbarkeit. Wenn es also keine physikalische Nachweisbarkeit gibt, was sind dann die anderen Hinweise auf die Existenz dieser beiden Phänomene? Naheliegenderweise die Menschen. Es existieren Menschen, die behaupten, dass Allah existiert, und es existieren Menschen, die behaupten, die Republik Österreich existiert. Wenn man da nun weiter nachbohrt, wie diese Behauptung denn belegt wird, kommt in beiden Fällen der Verweis auf etwas, das niedergeschrieben wurde. Die
aller Behauptung ist festgelegt in einem Schriftstück, das Koran genannt wird. Die Republik Österreich Behauptung ist festgelegt in einem Schriftstück, das Verfassung genannt wird. Und da endet die Recherche auch schon, denn es gibt keine weiteren Quellen bzw. Nachweise. Die Schrift behauptet das und damit ist es wahr und es gilt. Bei Koran und bei Verfassung keine weitergehenden Nachweise, für einen Wissenschaftler wenig zufriedenstellend. Deswegen wird die Suche fortgesetzt. Was man im Umgang mit dem Staat auch rasch bemerkt, es gibt Schriftgelehrte. Die gibt es bei jenen Menschen, die die These Allah vertreten, allerdings auch. Und auch bei anderen Religionen. Dass die Schriftgelehrten des Staates beim Verkünden ihrer Urteile Priesterkleidung tragen, hat das sicher nichts zu bedeuten. Der Hinweis sei mir jetzt aber schon erlaubt, dass das für jemanden, der versucht, den Unterschied zwischen Staat und Religion herauszuarbeiten, nicht gerade hilfreich ist. In puncto Schriftgelehrte gibt es also auch da keinen Unterschied zwischen Staat und Religion. Letztlich gibt es aber doch eine reale Manifestation der Konzepte Republik Österreich und Allah. Es existieren Menschen, in deren Köpfen die Idee Republik Österreich so stark vorhanden ist, dass sie im Namen der Republik gewalttätig werden. Diese nennen sich Polizisten, sie sind bewaffnet und sie begehen Taten, die ohne Staatskontext als schreckliche Verbrechen gelten würden. Und es ist bekannt, auch Anhänger der Allah-These haben diese Idee Allah teilweise so stark in ihren Köpfen, dass sie Taten begehen, die ohne Allah-Kontext als schreckliche Verbrechen gelten würden. Das Problem: Diese menschlichen Manifestationen dieser beiden Phänomene berufen sich beide auf das, was geschrieben steht. Und das haben wir jetzt ja schon früher erkannt. Es folgen da keine weiteren Begründungen mehr. In einem Fall Verfassung, im anderen Fall Koran. Es steht geschrieben. Für mich als jemanden, der sich besonders für das Recht interessiert, ist also auch da kein Unterschied, sondern nur eine Gemeinsamkeit zu erkennen. Das Bedingungslose daran glauben, dass das, was geschrieben steht, eins zu eins gleichzusetzen ist mit Recht. Das macht den Vertreter der Allah-These gleich wie den Polizisten oder Juristen zum Rechtspositivisten. Also zu jemandem, für den das Thema Recht nicht relevant ist und der das Wort Recht schon grundsätzlich falsch benutzt. Denn beide Gruppen beanspruchen ja, für sich im Recht zu sein. Zu guter Letzt ist jetzt auch noch zu beobachten, dass die Vertreter der These Republik Österreich kein Problem damit haben, andere Strukturen als gleichwertig anzuerkennen, die eindeutig die religiöse These Allah vertreten. Siehe Saudi-Arabien. Dort ist Staat und Religion eindeutig eins, zählt aber gleichzeitig gleich als Staat wie Republik Österreich. Also, ich scheitere beim Versuch, Religion und Staat zu unterscheiden. Beides sind Glaubenssysteme ohne reale, dahinterstehende, physikalisch messbare Realität. Es handelt sich um Ideologien, also Glaubenssysteme. Die Essenz von Staat und Religion ist das Vorhandensein in den Köpfen derer, die daran glauben, dem Willen für diesen Glauben Taten zu setzen und sich im Namen dieser Ideologien in das Leben anderer Menschen einzumischen. Und da sind wir wieder am Anfang. Was bedeutet existieren? Auch ein Vertrag existiert nicht physikalisch, sondern nur als Schrift. Und in diesem Sinne existiert auch eine Republik Österreich oder ein Ding mit der Bezeichnung Allah. Nur ein Vertrag existiert erst mit meiner Zustimmung. Ohne meiner Zustimmung ist es was anderes, kein Vertrag. Das Ganze könnte man jetzt noch weiterspinnen, etwa wo liegt der Unterschied zwischen einer Religion und einer Wahnvorstellung? Ein Unterschied wäre, jemand mit einer Wahnvorstellung ist weniger schuldfähig als jemand mit einer Religion. Ob das jetzt allerdings wirklich ein markanter, essentieller Unterschied ist,
und ob dieser Unterschied wirklich so groß ist. Genug für diesmal. Das Thema Staat lässt sich nicht endgültig klären. Staat ist derjenige, der die stärksten Truppen hat, der das Recht des Stärkeren durchsetzen kann. Darauf scheint es wohl hinauszulaufen. Danke.